Hallo und herzlich willkommen hier zum weiteren Pack-Opening bei Pack Fanatic. Und in diesem Video öffnen wir hier eine wunderschöne Blaster-Box der noch schöneren Serie Donwa Soccer Road to Qatar. Und ja, in dieser Blaster-Box sind insgesamt 88 Karten und einige spezielle Sachen, die es in der Hobbybox nämlich nicht gibt. Nämlich hier Look for Retail Exclusive Inserts. Es gibt insgesamt 4 Inserts, die es exklusiv nur in den Retail-Produkten, das heißt eher in der Blaster-Box und in den Fat-Packs gibt. Da sind nämlich die Rookies, Rookie Kings, Power in the Box und Pitch Kings. Diese drei gibt es nur hier in der Blaster-Box und in den Fat-Packs. Und zusätzlich, ich zeige euch jetzt einmal die ganzen Parallels, die es generell gibt. Aber in der Blaster-Box bekommt man nicht alle, denn einige oder sehr, sehr viele sind Hobby-exklusiv, also nur in der Hobby-Box zu sehen. Und in der Blaster-Box gibt es lediglich von den Standard-Parallels die Holo Orange Laser. Die ist nicht nummeriert. Die Holo Purple Laser zu 99, die Purple Laser, ist aber auch exklusiv nur in dieser Blaster-Box zu finden. Dann gibt es von den Optik-Parallels die Optik Holo, die Optik Blue Velocity. Die gibt es auch in den Hobbyboxen und in den anderen, aber exklusiv in der Blasterbox gibt es die Optic Red Velocity zu exklusiv, nicht nummeriert, und die Purple Velocity zu 99 exklusiv. Also, kurzum, die Purple Karten Laser Velocity gibt es nur in dieser Box und die sind zu 99 nummeriert. Nachteil, Auto bzw. Vorteil, Autogramm kann auch dabei sein. Nicht dabei sind die ganzen anderen Inserts. Es gibt halt nur diese exklusiven Inserts. Das heißt, die Marvels haben wir nicht drin zum Beispiel, was sehr, sehr schade ist. Und auch keine Kaboom-Karten. Also darauf können wir hier nicht hoffen. Und zudem haben wir auch keine Launummert. Also die einzige Nummerierte, die wir hier ziehen können, ist eine zu 99. Das Ganze kostet 60 Euro. Also ist deutlich günstiger als eine normale Box. Aber wie ihr gehört habt, gibt es hier auch deutlich weniger, was man ziehen kann. Was man aber immer noch ziehen kann, ist halt eine Unterstiftskarte. Aber das ist halt auch sehr, sehr selten. Wieso holt man sich dann das Ganze? Zum einen, es gibt halt diese Purple Laser und Orange Laser, Red Velocity meine ich, die Purple Karten und die Red Velocity, die es halt hier nur gibt. Die Exclusive Parallels, Orange Laser und Purple Lasers. Und die können auch was wert sein, wenn man richtig geile Spieler davon zieht. Und der andere Grund ist, wir haben hier sehr, sehr viele Päckchen, die wir öffnen können. Also wer gerne Päckchen öffnet, wird hier Spaß haben. Denn hier sind 11 Stück drin, je 8 Karten. Und dadurch bekommt man halt einiges an Base-Karten dazu. Also wer gerne Base-Karten sammelt, da lohnt sich auch so ein Böckchen für 60 Euro. Aktuell ungefähr preislich. Ist eigentlich nur, gibt es eigentlich nur in Amerika über andere oder über einige Händler hier in Deutschland zu bekommen. Ja, in Amerika ist das natürlich dadurch, dass man halt keinen Versand und keinen extra Einfuhrumsatzsteuer blablabla zahlen muss, sind die in Amerika natürlich deutlich günstiger und ist dann halt so ein kleiner Supermarktprodukt, wo die Leute sich das dann einfach mal zwischendurch gerne gönnen. Wir schauen einfach mal rein. Gucken, was es so für schöne Karten gibt. Ich finde halt die Rookie-Inserts interessant. Und mal schauen, ob wir hier die exklusiven Nummerierten zu 99 etc. sind auch nicht garantiert. Also man muss auch schon ein bisschen Glück haben, dass man hier was drin hat. Und ja, schauen wir einfach mal rein, was wir so haben. Juri Thielemans. Sehr schön. Schon mal den ersten Deutschen, Leon Goretzka. Und dann haben wir Hector Herrera. Ach, immer dieses Drehen, ne? Das hört auch nicht auf. Rodri, egal ob es Tops oder Panini ist. Eine Weighted Rookie. Wer generell zum Set noch mehr Informationen will, kann auch gerne mein vorheriges Video, wo ich ein Hobby-Pack geöffnet habe, sich anschauen. Hau ich mal hier oben rechts in die Ecke. David De Gea. So, da haben wir die erste Optik. Ich glaube, pro Pack gibt es immer eine Optik. Das ist Arkadiusz Milik. Und dahinter haben wir meistens, glaube ich, die Insert. Und es ist eine Rookie King, nämlich, oh, Gabriel Martinelli mit dem Rookie-Logo als Rookie King-Karte. Die ist sehr, sehr stark. Gibt so einige Rookie Kings-Spieler. Martinelli ist sehr, sehr nice.
Karte fühlt sich von der Haptik sehr, sehr komisch an, so ein bisschen. Die ist halt sehr, sehr glatt. Die ist halt so ein bisschen rauer. Aber sieht natürlich geil aus. Leider ein bisschen whitening. Aber Martinelli, der ist einer der Begehrten. Von daher schon mal nice. Und diese Karte kann man halt nicht in der Hobbybox bekommen. Man muss sich halt dieses Produkt holen, um diese Karte zu bekommen. Von daher ist das schon mal nicht schlecht für uns. Mason Mount, auch coole Karte. Angel Di Maria. Oh, Ilkay Gündogan, der nächste Deutsche. Läuft doch hier. Arkadiusz Milik, jetzt auch als normale. Kang In Lee. Oh, wir haben eine Purple. Oh, da haben wir schon unsere Purple. Jetzt ist die Frage, ist es dieses Laser oder Velocity? Ehrlich gesagt, weiß ich auch nicht ganz den Unterschied. Schauen wir einfach mal. Es ist... steht nicht oben links Optik. Daher müsste es die Standard Holo Purple Laser zu 99 sein. Es ist Nicolas Otamendi. Ah, ja gut. Gibt natürlich geile Spieler als Otamendi. Und hier an der Seite haben wir die Nummerierung. 83 zu 99. Aber immerhin, eine Nummerierte war mit dabei. Schon mal sehr, sehr geil. Aber der Spieler Otamendi, naja. Einen anderen Argentinier hätte ich lieber gesehen. Vielleicht so Messi. Insigne und dahinter haben wir ein Elite Series Robin Gosens. Sehr, sehr nice. Nehme ich auch mit. Legen wir hier mal zur Seite. Die Picks packe ich mal einfach hier oben hin. So, das Schöne ist halt wirklich, man kann hier wirklich wieder ein paar Picks rippen. Dadurch, dass er in dem Fatpack und aber auch in der Hobbybox, ja, 25 bzw. 30 Karten. Rodrigo, sehr, sehr stark, feiere ich. Könnte auch noch ein sehr, sehr guter werden. 30 bzw. 25 Karten drin sind. Ist natürlich nur ein Päckchen, was man öffnen kann. Und dann hat man schon sehr, sehr viele Karten. Kann man so und so sehen, ne? Unai Simon. Klich, Pol. Oh, Weighted Rookie, müsste Guardiol sein. Nein! Ich habe nur Kroatien gesehen und Weighted Rookie und ich weiß, dass er eine Weighted Rookie hat. Aber es ist Luka Ivanušec. Ich bin mal ein bisschen gebogen hier. Und dann haben wir hier Power in the Box. André Silva. Ja, der macht sich. Der macht sich. Jetzt hat er auch wieder ein bisschen Startprobleme in Leipzig. Aber jetzt in letzter Zeit wird er immer besser. Und kann sein, dass er nächstes Jahr richtig reinknallt. Vielleicht geht er dann doch nochmal hin zu irgendetwas Größerem. Daniel Malen. Der Dortmunder, Phil Foden, auch sehr, sehr geile Karte. Muss man sich auf jeden Fall sleeven und zur Seite legen. Eine der ersten Foden-Karten. Kevin De Bruyne. Weighted Rookie Wiener. Robin Olsen. Dann haben wir hier eine Jones Kajuste. Kajuli, keine Ahnung. Und Daniel Munoz als Optik-Rookie-Karte. Sehr, sehr nice. Und dann haben wir hier Diogo Jota, auch als Elite-CWS-Karte. Oh, ich sehe gerade, und sogar eine Press Proof. Das ist sozusagen ja die Parallel von den Inserts. Es gibt die entweder normal, so wie hier Gosens. Dann gibt es nochmal mit den Press Proof Stempel sozusagen. Das ist eine etwas andere Form, die sind halt seltener. Und dann gibt es noch eine Press Proof oder Black Press Proof oder irgendwie so 1:1. Und die gibt es natürlich, oder kann man natürlich hier auch ziehen, glaube ich. Da müsste so sein, weil die Inserts gibt es ja nur hier. Also müsste man hier auch eine 1:1 ziehen können. Ist das hier irgendwo, steht hier vielleicht irgendwo 1:1? Nicht, dass ich hier eine 1:1 gezogen habe und das nicht merke. Das wäre ja ganz, ganz schlimm, wenn ich jetzt nicht merken würde, dass es eine 1:1 ist. Aber ich sehe hier nichts so. Okay, nehmen wir das mal so hin. Ah, Boré, der aktuell in Frankfurt angekommen ist und immer stärker wird. Jesus Corona. Dann Bereschinski. José Macias als Weighted Rookie. Uiju, Wang, den haben wir als Pressproof in der Hobbybox gezogen. Und wir haben hier eine Orange. Ich würde mal sagen, die legen wir mal zur Seite. Die legen wir, ja, da habe ich Lust. Nicht drehen, nicht spoilern. Die schauen wir uns zuletzt an. Aber schon mal gut, dass wir beide schon mal drin haben. Oder mehrere Parallels. Calvert-Lewin,
Tagliafico, Luther Neuhaus, sehr schön. Dann haben wir als Rated Rookies Quartar, Jan Bednarek, Federico Valverde, Irving Lozano als Optik und eine Christopher Aye von Norwegen als The Rookies Insert. Ah, sagt mir ehrlich gesagt nichts, der Junge. Aber vielleicht ist das einer, der in ein paar Jahren mit Haaland Norwegen ganz nach vorne bringt und die zusammen irgendwelche Erfolge feiern in der EM oder WM. Oh, hier ist es nochmal eine Purple. Uiuiui. Ah, die Purple legen wir dann auch zur Seite. Pellegrini, Luka Modric, Laporte. Okay, wir legen die nicht zur Seite. Oh mein Gott. Ach ja, wie geil ist das denn? Jude Bellingham als Optik Purple Velocity zu 99 nummeriert und dahinter Matthias Norman, eine Rookie Kings aus Norwegen. Aber wie gut ist die denn? Oh mein Gott, Jude Bellingham. In dem Hobbypack haben wir schon eine wunderschöne... War das eine normale Optik? Ja, ich glaube, eine normale Optik von Jude Bellingham gezogen. Und jetzt haben wir hier diese wunderschöne Purple Velocity mit diesem geilen Effekt hier. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe die natürlich auch schon mal auf Bildern und Videos gesehen. Jetzt sehe ich sie in echt. Und muss sagen, es kommt sogar so rüber. Wie auf der Kamera. Manchmal hat man ja so Karten, wo man sich denkt, wenn man die in echt sieht, sind die deutlich geiler oder viel schlechter. Aber die wirkt wirklich auch so wie auf Bildern oder in der Kamera. Sehr, sehr nice. Nehme ich auf jeden Fall sehr gerne mit. Habe jetzt keine Sleeves hier. Aber die lege ich einfach mal hier so zur Seite. Zu 99 nummerierte Jude Bellingham Optik Purple Velocity. Die müsste auch ein bisschen was wert sein. Ich habe keine Ahnung wie viel. Aber die zu ziehen ist halt schon nicht so einfach. Weil sie natürlich aus Blasterboxen kommen. Und Blasterboxen in der Regel auch nicht so begehrt sind. Von daher könnt ihr die schon vielleicht auf jeden Fall die 60 Euro vielleicht reinholen. Weighted Rookie Joachini. Eric Garcia. Dann eine Optik von Raheem Sterling. Auch geiler Spieler, feiere ich. Und Elite Series, eine Ivan Perisic. So, das ist das Schöne einfach an der Blasterbox. Man hat so viele Packs. Bei der Hobbybox hat man dann ein Pack geöffnet, zwar 25 Karten, aber dann war der Spaß schon vorbei. Und hier können wir uns noch... Oh, Jude Bellingham jetzt auch nochmal als Base. Ich glaube, die hatte mir auch noch gefehlt. Sehr nice. Kann ich hier schon fast eine Jude Bellingham-Sammlung starten. Und dann was. Rookie-Karte von Bujai One. Ein Nate Hernandez. Und dann haben wir hier nochmal eine Rookie-Optik von Taya Van Kim. Und dahinter haben wir eine Power in the Box. Emre Can. Press Proof sogar. Und auch die Parallel. Sehr, sehr nice. Emre Can als Dortmunder nimmt man natürlich gerne mit. Vor allem auch als Press Proof. Schön. Schön. Mal gucken hier. Der andere Norweger hier, Matthias Norman, hat aber keinen Press Proof. Ja, teilweise. Teilweise geht das so ein bisschen unter, dieses Press-Proof-Logo, weil es halt wirklich sehr, sehr klein ist. Muss man halt schon mal ein bisschen genauer hinschauen. Hallo Chelsea, Karim Benzema, Gabriel Jesus. Also man sieht, man bekommt sehr, sehr viele Base-Karten. Also wer gerne Base-Karten auch sammelt, hat hier seinen Spaß dran. Jürgen Strand Larsen als Rookie von Norwegen. Dann haben wir hier eine Rated Rookie von Jesper Karlsson. Lautaro Martinez als Opticolo, sehr nice. Und dahinter haben wir eine Roberto Firmino Power in the Box. Aber diesmal normal, nicht Press Proof. So, und dann die letzte Box und dann schauen wir unsere Orange Laser an, die noch nicht mal nummeriert ist, die wir aber weggelegt haben. Wieso auch immer? Naja, ich weiß schon wieso, weil ich eigentlich nicht erwartet habe, dass wir dann nochmal eine Purple ziehen. Aber die Box hat gegönnt. Naja, alles richtig gemacht. Christian Pulisic, sehr, sehr nice. Roberto Alvarado, Rated Rookie. Oh, Lewandowski, sehr, sehr geil, haben wir dann auch schon mal. Und eine Opticolo in
Silva oder Holo-Effekt. Ach, kurz gehofft, dass es Messi ist. Aber Giovanni Lo Celso als Refractor, Silva, Holo, wie man es nennen will. Auf jeden Fall dieser Rainbow-Effekt im Gegensatz zu den normalen Karten. Sehr, sehr nice. Und die letzte, da hinten haben wir ja auch noch eine in dem Stapel. Aber eine Pitch Kings ist Kevin De Bruyne. Sehr, sehr nice. Kevin De Bruyne. Den nehmen wir mit als Pitch Kings. Pitch Kings hatten wir schon. Rookie Kings? Ja, Pitch Kings hatten wir noch gar nicht. So, und dann schauen wir uns jetzt den Stapel hier noch an. Die letzte Parallel, die wir hier haben. Komm, zeig dich. Es ist, na. Ist, okay, andersrum. Komm schon. Oh, eine Weighted Rookie. Schon mal nice aus Norwegen. Es ist Alexander Sørloth. Ah, ja. Leider nicht so erfolgreich. Der Ball. Aber egal, nehmen wir mit. Sieht auch cool aus, Laser-Effekt. Schon geil. Und dahinter haben wir noch ein Nandes. Und dahinter ist ein, nochmal Pitch Kings. Ich glaube schon. Ja, Pitch Kings, Martin Ødegaard. Sehr viele Norweger gefühlt. Jedenfalls in den Inserts. Müssen ein paar Stück sein. Sehr, sehr nice. Pressproof glaube ich auch nicht. Also ich muss schon sagen, hat schon Spaß gemacht. Das der Blaster hier, die Blasterbox. Ich muss sagen, der Laser-Effekt. Weiß ich nicht. Ich glaube sogar, ich finde sogar den Effekt besser, den Velocity. Ja. Eine Pursim Optik Holo ist halt schon geil. So ein bisschen dicker, weil es ja diese nicht eine normale Base Parallel ist, sondern die Optik Parallel. Dadurch sind die ein bisschen dicker und stabiler, die Karten. Und dann ist es auf jeden Fall noch ein Jude Bellingham. Sehr, sehr nice. Von daher, die Box hat sich gelohnt. Generell muss ich sagen, wer nicht unbedingt zu viele Base-Karten haben will und nicht auf die Inserts aus ist, ja, da ist die Blaster-Box jetzt nicht so interessant. Wer lau nummeriert haben will, sollte dann vielleicht doch schon zum Fatpack gehen, weil da kann man nicht zu 25 bekommen. Und ansonsten halt vielleicht Hobby-Päckchen anstelle dieser Box. Ist dann, glaube ich, schon sinnvoller. Aber ansonsten bin ich eigentlich zufrieden mit der Blasterbox. Ihr könnt gerne reinschreiben, was haltet ihr von der Blasterbox? Welches Produkt findet ihr am besten? Blasterbox, Fatpack oder die Hobbybox? Schreibt es gerne rein. Und kleiner Teaser, das Fatpack kommt auch noch auf diesen Kanal. Das habe ich mir auch besorgt. Wir müssen natürlich alles durchprobieren. Von daher, lasst ein Abo da, damit ihr das nicht verpasst. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Daumen nach oben nicht vergessen. Tschüssi.